Holz. Holz. Da ist eine Hütte. Da könnten wir mal reingehen. Vielleicht finden wir was. Ich mach mal die Fackel aus. Wir müssen Fackel sparen. Sonst kommt die Rechnung von irgendeinem Fackelunternehmen. So, da war aber schon... Ne, da war noch keiner drin. Ach ja, guck mal hier. Eine Pistolenkugel, ein bisschen Eisenfragmente. Das ist ein Campfire. Wir brauchen aber Holz. So, also die Kisten spawnen auch immer wieder neu. Ich weiß nicht, in welchen Abständen die immer wieder neu spawnen, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, in der Nähe solches eines Gebäudes zu sein, weil dann kann man schnell mal da rein. Und sorry, wenn es jetzt gerade ein bisschen dunkel ist, aber ich will das Licht nicht anmachen. Sonst wirst du ja killt. So. Da ist auch keine Kiste. Da ist eine große Hütte mit Licht, da gehe ich nicht hin. Sonst bringen die mich wieder um. Oder wir gehen einfach mal hin. Wir haben ja nur 6 Fleisch zu verlieren, sonst nichts. Wir zeigen, dass wir nur einen Stein haben. Und dann begrüßen wir die netten Herrschaften mal. Wer ist denn das? Ach ja, guck mal da. Wer läuft denn da unten? Das ist aber schön hier. So viele nette Leute. Wie kommen wir? Wir schlachten. Wir schlachten das Schwein. Bleib stehen, du Sau. Ich mach dich kaputt. Oh, vorbeigeschlagen. Bleib stehen, du Sau. Ich mach dich kaputt. Ich hau dir die Nudel aus dem Hals. Ey. Was soll das? Bam! 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 Hallo! Hey! Bleib stehen! Na! Esse! Hä? Ach, ist schon tot! Ich hab gedacht, jetzt rennt er noch rum! So. So. Schön weg. Lecker Fleisch. So, und ich lese gerade unten links. Ah, Holz, geil. Ich meine, yeah, Holz. Man liest gerade unten im Chat, dass eben da, ja, da wurde wohl eingebrochen beim Saraza und Co. AG. Aber ich war's nicht. Ich bin ganz nackig. Ich habe hier nichts zu ver... Also, ich habe ja... Ich hab ja nichts. So. Wir gehen aber mal zurück. Wer ist das? Wer ist das? Das ist ein netter Herr. Ein ganz netter Herr. Hallo. Hi. Verstehst du mich? Ja, oder? Ja. Ja, sehr gut. Ich habe eben gedacht, mein Mikrofon funktioniert nicht. Cool. Doch, alles super. Na, sauber. Und du bist auch noch ganz am Anfang, oder? Ja, ich bin gerade gestorben. Ich hatte einen Wolf umgebracht. Mal wieder. Ja, scheiße. Ich wurde umgebracht beim Versuch, mich zu retten. Da hat mich irgendwie einer... So, da sind wir wieder zurück. Ich habe hier gerade ein nettes Gespräch gehabt mit anderen Spielern. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt im Video mit reinbringen, weil ich ja nicht genau weiß, ob die das wollen und so. Deshalb habe ich das jetzt einfach mal rausgeschnitten. Ja, also man hat es vielleicht noch in der Anfangssequenz erahnen können, dass sich da ein Gespräch anbahnt. Aber, schon wieder so ein blöder Fuchs. Lass mich doch in Ruhe. Das gibt's nicht. Naja, waren ganz nette Herrschaften, da kann man sich mal nett unterhalten. Hier, das geht ja hier ganz gut. Und, ja. Also. Jetzt, ich drehe mich nicht rum. Ich laufe einfach geradeaus
Ich werde mich nicht rumdrehen. Und da ist ein roter Bär. Na. So, ja, da wurde eben auch gesagt, dass die Leute sich hier gegenseitig so anflamen und so. Und, ja, das ist halt natürlich, wenn man auf dem Server ist, wo dann so ein großer, mehrere große Let's Player unterwegs sind, dass die dann hier natürlich so ein bisschen dann Ärger machen und so. Also nicht die großen Let's Player, sondern die anderen Spieler, die wollen dann natürlich die Hütte von denen sehen, die belagern die dann richtig und ja, das ist dann halt so ein bisschen blöd. Da sollte man halt Rücksicht drauf nehmen, dass man dann auch die großen Let's Player mal ein bisschen in Ruhe lässt. So. Ich laufe jetzt einfach wieder in diese Richtung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier richtig... Ja, da sind irgendwelche Leute noch hinter mir. Ich hoffe, die erschießen mich jetzt wieder nicht aus Versehen. Ich kletter auf den Felsen. Ich kletter hier auf den Felsen hoch. Da kommt der Fuchs ja nicht hinterher. So. Blöder Hund. Ich mach dich kaputt. Jetzt wollte ich jetzt überlegen gerade. Können wir denn einen Bogen machen? Langt das denn für einen Bogen? Ich weiß es nicht. Wir bräuchten schon mal einen Boden hier. Das kann so nicht weitergehen. Was haben wir denn hier? Hunting Bow. Da ist er doch. So, jetzt sitzen wir erstmal fest, bis der Bogen fertig ist. Ich hoffe, wir haben... Haben wir genug Steine? 4 Steine. Das könnte ein bisschen eng werden. Kann ich den von hier oben irgendwie schlagen? Ich glaube, das bringt nichts, ne? Aua, jetzt erwischt er mich auch noch. Der Drecksack. Mann. Wie hat er denn das gemacht? Scheiße. Wie scheiße war das denn? Oh Mann. Jetzt sind wir schon wieder hier und schon wieder nackt. Oh Gott. Können wir hier... Können uns jetzt noch mal eine Hose leisten? Wir brauchen Holz. Und, ja. Wir brauchen Holz. Scheiße. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was soll das denn? Du blöder Fuchs. Ich habe doch gar nichts gemacht. So. Das heißt, Holz und eine Steinspitzhacke müssen es dann erstmal richten. So, da ist einer unterwegs. Der arme, aber sexy LP, der jagt die Sau. Und wir bauen erstmal Stein ab. Was soll's? Wir bauen jetzt hier einfach, ich meine Holz ab. Ja, also, man kann sich hier auch nett unterhalten, nett treffen mit den Leuten und so. Finde ich ganz gut. Macht auch Spaß. Außer, dass ich hier leicht paranoid werde, wenn ich neben mir immer Schritte höre. So. Ich weiß gar nicht, was da geworden ist. Die haben ja irgendwie hier gesagt, da wäre wohl einer im Haus eingebrochen. Ob das stimmt? Ich meine, wie bricht der da ein? Kann man da in die Häuser einbrechen? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass man Lockpicks machen kann. Aber Türen kann man damit doch nicht öffnen. Das habe ich schon ausprobiert. Auf einem anderen Server. Das geht, glaube ich, nicht. Aber vielleicht geht es ja irgendwann mal. So, das dauert ja ewig hier. Ich sollte mir angewöhnen, nackt hier durch die Gegend zu rennen. So, da ist ein Hirsch. Harry Hirsch ist hier unterwegs. Gute. Gute? Ja, gute. Läuft einfach weiter. Der nette Herr. So, Holz. Und Stein. Das wäre fein. Dann können wir uns nämlich da mal so ein Schwein schlachten und zumindest mal eine Hose machen. Also ich... Alter, was ist denn da oben los? Da will ich jetzt nicht hin. Ich habe nämlich keine Hose an. Das ist ja peinlich. Also so eine Hose sehe ich ja schon so als... Ja. Existenzminimum. Ja. Also wer existiert, sollte auch eine Hose haben. Und... sollte im Grundgesetz stehen. Oder steht sogar, glaube ich. Dass zumindest eine Hose haben darfst. Da schießt einer. Sehr interessant. Gehen wir mal hin. Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren. Außer ein Stein. Ja. Aber
Aber ich brauch Holz. Weil sonst kann ich nämlich auch das Essen, das habe ich ja noch daheim, aber das kann ich ja nicht machen, weil ich habe kein Holz. Also doch, ein bisschen Holz habe ich ja jetzt. Steine. Aber das dauert immer so ewig, bis man das Ziel abgebaut hat. Mir wäre es jetzt lieb, wenn ich so einen Holzstapel finden würde. Und nebendran gleich noch so einen Steinstapel. Das wäre ganz cool. In dem Haus ist ja eh nichts mehr drin hier. Das ist wahrscheinlich wieder leer gelootet. Looti-Loot. Oh ne, guck mal. Geil, eine Granaten-Blueprint. Nehmen wir gleich mal, kann uns keiner mehr klauen. Haben wir jetzt. Wenn wir genug Eisenfragmente finden, dann können wir uns eine Granate bauen. Ha. Die betteln sich da oben. So, wie sieht's denn aus hier mit Holz und mit Stein und so? Ich meine, wenn ich hier die ganze Zeit durch die Gegend renne, kann ich eigentlich auch... Da ist zu verseucht, da krisselt es mir so arg. Wenn ich hier die ganze Zeit durch die Gegend renne und Holz suche, dann kann ich aber eigentlich auch am Baum abbauen. Das geht wahrscheinlich genauso schnell. Weil hier ist echt wenig Rohstoffe. Hier gibt es echt wenig Rohstoffe. So muss das heißen. Ja. So, Moment. Das gab nichts. Das gab eins. Wie viel haben wir denn davon jetzt? 20. Hm, kann ja auch schon lang für eine Axt. Aber Stein brauchen wir noch. Das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwo ein Steinhaufen rumfliegen hier. Hm. Da ist nix, da ist nix, da ist auch nix. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt werde ich gerade ruhiger, weil ich gerade hier so konzentriert auf der Suche bin nach einem Steinhaufen. Es gibt zwar hier Steinhaufen, aber die sind zu groß, um die abzubauen. Zum Beispiel die da hinten. Die müssen doch auch mal neu spawnen. Da vorne ist zumindest, das sieht so aus, als wäre da ein Holzhaufen. Da spritzt das Blut, ey, Wahnsinn. Die gierischen. So, das sieht aus wie ein Steinhaufen, wie ein Holzhaufen. Da könnt ihr, weiter. Aber was sexy LP. Ein netter Mensch. Kenne ich nicht, aber er lässt mich in Ruhe, finde ich gut. Er hätte mich jetzt auch killen können, aber was hat er davon? Wie gesagt, das habe ich am Anfang dieser Aufnahme schon mal erzählt, dass mir einer hinterhergerannt ist. Ich hatte wirklich nur diesen einen Felsklotz hier in der Hand, der wunderschön ist. Und der rennt mir die ganze Karte hinterher, nur um diesen Felsklotz haben zu wollen, oder was? Das habe ich nicht verstanden. Ich brauche Stein. Ich muss irgendwie ein Schwein schlachten. Also ich kann ja erstmal... Da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kriegen wir Stein, da können wir uns eine Axt machen. Dann geht das auch ein bisschen schneller. Und dann, ne, alle Anfang ist schwer. Und dann müssen wir uns eine Sau natürlich suchen. Aber hier rennen so viele Leute rum. Ich bin hier am falschen Eck. Ich muss auch in ein ganz anderes Eck der Karte. Mir ist ja auch egal, ob jetzt hier der Kronk drauf ist. Ich bin jetzt nur mal auf dem Server gegangen, weil es, glaube ich, ganz lustig ist, mit denen zusammen mal so auf dem Server zu sein. Aber wie gesagt, ich würde dann das Let's Play wirklich auf einem anderen Server machen. Weil sonst kommst du ja hier nicht zu Pötte. Und wenn hier so viele Leute immer rumrennen, dann, ja, da kriegst du nichts. Also wenn du gerade, wenn du nur noch einen Stein hast oder sowas, wo ist denn das Ding jetzt hier? Ja. Wenn du nur so einen Stein hast oder sowas, da kannst du nicht viel ausrichten. Und die looten hier alles leer, ne? Und vor allem, wenn dann die Slay Massive GmbH und Coca G da unterwegs ist, da bleibt nichts übrig. Wie die Heuschrecken sind sie hier durchmarschiert. Mann, bin ich da erschrocken. Wahnsinn. Auf einmal waren sie da. So, wie sieht's aus? Fertig. Gut. So, die nächste Sau gehört mir. Bisschen Essen haben wir da daheim noch. Also wir können mal kurze Zeit noch ein bisschen rumsuchen.
Aber wenn es dann anfängt rot zu werden, will ich dann doch schnell heimrennen und will dann, und brate dann quasi mein Fleisch zu Hause. Aber ich brauche jetzt auch noch ein bisschen, Stoff und so. Also ich habe gemerkt, es ist, man muss hier minimalistisch rumrennen, ja? Also du darfst nicht viel am Manne haben, weil wenn du viel am Manne hast, das kann natürlich zum einen auch abschreckend wirken, dass die dich in Ruhe lassen. Zum anderen killen die dich aber auch sofort, weil sie die Knarre haben wollen. Nein! Lass mich doch in Ruhe! Oh. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Also schon zweimal gestorben. Einmal, ich glaube, es war ein Versuch, mich zu retten. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und einmal, durch so ein blödes Ding da, weil dieser blöde Wolf da irgendwie durch den Stein geschlagen hat. Weil eigentlich stand ich ja oben drauf. Nee, man kann mir das, könnt ihr mal angucken im Video. Da wäre ein Holzhaufen. Ich habe jetzt einen Fuchs im Nacken. Scheiße. Da redet einer. Da komme ich nicht hoch. So. Da komme ich hoch. Sehr gut. Abgehängt. Wer ist denn das? Bin ich eigentlich noch nackt? Ich sehe es ja selbst nicht. Ich glaube, ich bin noch nackt. Du. Ich höre hier Stimmen. Der soll mich in Ruhe lassen hier. So, wir laufen einfach hier mal einmal außen rum. Da kommt er. Nein, du. Scheiße. Scheiße, Knöchel verstaucht. Da rennt noch einer. Die scheiß Hunde da. Die blöden Viecher. Nein, jetzt kommt der auch noch hierher. Nein, 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 nein. Scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Doch jetzt hier irgendwo sein. Da. Da ist mein Zeug zum Glück. Wir waren ja gerade ums Eck. Mann! Du Blöder! So, ich habe den ja zum Glück vorher schon gut Damage mitgegeben. Mit einer Steinhacke den Wolf gekillt. Das ist auch mal nice, oder? So. Jetzt haben wir sogar zwei Steine. Geil. Zwei Steine nehmen wir natürlich mit. Kann man nichts mit anfangen, aber wir nehmen es mit. So, kann ich denn jetzt eigentlich daraus schon irgendwas machen? Crafting? Eine Hose geht daraus noch nicht, oder? Ich will ja nur eine Hose. Mein Schniedel friert. Ah, ich hab grad fünf. Naja. Ich suche ein Schwein. Das war sogar ein roter Wolf. Der ist aber gleich verschwunden, ne? Ich wollte ihn eigentlich auch noch ein bisschen looten. Aber der war gleich weg. Scheiß Biest. Da ist der Holzstapel. Hallo, hast du was zu essen? Nein, leider auch nicht. Tut mir leid. Ich suche auch gerade. Kein Problem. Also wir haben ja wirklich nichts zum Essen hier. Aber ein netter Junge. Ein netter Junge. Ja gut, ich hätte jetzt daheim. Warte mal, wenn ich den noch kriege, wenn ich den wieder sehe. Ich könnte den ja von zu Hause, hätte ich ja noch ein bisschen was. Hast du gerade nach Essen gefragt? Ich habe daheim, also in meiner Hütte habe ich eventuell noch ein Fleisch oder zwei Fleisch.
sehr, sehr lieb. Ja, ich guck mal. Weit von hier? Nö, gerade hier den Berg hoch. Jo, gut, dann warte ich mal hier. Jo, dann gucken wir mal. Oh, da ist eine Sau. Das Schwein gehört mir. So, da geht man dann hinten her auch ein bisschen was ab davon. Wir suchen ja eigentlich nur Klamotten. Will er nix? Wo ist er hin? Warte mal, guck mal, wir teilen hier brüderlich. Split. Ey, bist du hier noch da? Hier, ich habe zwei Fleisch, die sind aber noch roh. Wo bist du denn? Ah, da. So, aber ich habe kein Holz für Feuer, leider. Hat das gefunden? Ich mach gerade schon eins, danke. Okay, ciao. Tschüss, danke. So hilft man sich gegenseitig. In der Community. So, achso, jetzt kann ich mir ja zumindest mal eine Hose machen. Wir haben jetzt 10, ne? So, runterscrollen. Hier, Pants. Bam. Craften wir. Da muss ich mal kurz husten. Hier. So. Alter Schwede. Das ist hier, also Zusammenarbeit ist hier nicht ganz unwichtig. Deshalb haben es natürlich dann so Teams, sag ich mal, von 5-6 Leuten, die sich da regelmäßig treffen, haben es ein bisschen leichter, weil der eine findet was, was der andere gebrauchen kann und so weiter und so fort. Da kann man sich austauschen untereinander. Das ist schon ganz gut. So, jetzt ziehen wir uns die Hose an. Da ist sie. Dann gehen wir schnell nach Hause. Rennen erstmal vor dem scheiß Wolf wieder weg. Das gibt's doch nicht. So, dann rennen wir nach Hause und dann müssen wir uns Fleisch braten. So. So, da oben ist irgendwo die Hütte. Achso, da kommen wir ja nicht hin hoch. Da muss ich ja hier irgendwie so ganz kompliziert muss ich da ja hoch. So, da so. Hier so. Da, da. Wie war. Oh. Wie kam ich denn hier nochmal hoch? Nee, hier nicht. Wie war denn das nochmal? Hier? Ach, hier. Ja, ja, so ein bisschen hochgezittert, aber wir kommen hoch. So. Mami, ich bin zu Hause, was gibt's zum Essen? Hier, guck mal, 3 Fleisch haben wir noch da. Und da müssten wir ja auch noch ein bisschen drin haben. Da, guck mal, Papp. Das gibt gutes Essen. So, anmachen. Aber, nochmal open. Ich muss nochmal kurz ausmachen. Wir brauchen ja nicht das Ganze. Dann kann ich mir zumindest mal noch einen Bogen oder irgend sowas in der Art machen. So. Gucken wir mal. Crafting. So. Also so eine Hütte hier ist schon ganz praktisch, wo man sich dann zurückziehen kann, wo man dann ein bisschen... Ach, scheiße. Brauche ich wieder Clothes. Okay. Wir legen uns das hier mal, hier, guck mal, jetzt haben wir schon 14, 17 Schrot haben wir schon. Ja, legen wir uns auch mal hin. Klaus, das lohnt sich nicht wirklich, das wegzulegen. Das können wir auch da reinpacken. Stein würde ich gerne noch mitnehmen, dass man unterwegs dann mal was machen kann. Aber wenn man da halt stirbt, ist es wieder weg. Das ist das Problem. So. Use. Open. Dann haben wir schon mal 2 Stück. Langt erstmal. So. Sonst ist ja der Rest wieder alles weg. Lassen wir da oben in Ruhe brutzeln. Und wir müssen uns hier einen geschickteren Weg finden. Ich glaube, hier ist es ganz gut. Und dann hier so rum. Aber hier komme ich nicht hoch, ne? Das ist das Problem. Da komme ich nicht so leicht hoch. Was aber auch wieder geil ist, weil dann
ja, kommt nicht jeder so an die Hütte. So, da rennt einer vom Fuchs weg. Dem würde ich gerne helfen. Wer ist denn das? Der arme, aber sexy LP. Und wer ist das? Der Ronny. Hi Ronny. Du hast einen Pfeil im Gesicht. Der arme Kerl hat einen Pfeil im Gesicht. Oh mein Gott, wer war das nur? So, ich würde mir gerne mit den Herrschaften da oben mal gucken, was die da so machen. Weil da oben immer so viel Trubel ist. Einfach nur mal vorbeischauen. Ein bisschen spannen. Weißt ja, wie es ist. Ob da überhaupt einer zu Hause ist gerade? Hey, Skiller, Skiller!